Kalimera, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Kreta erleben. Heute soll es mal um das Thema Krankenversicherung in Griechenland gehen. Wie sind so unsere Erfahrungen? Was kostet das? Was ist der Unterschied zu Deutschland? Ihr habt da in letzter Zeit doch in den Kommentaren öfter mal nachgefragt. Und jetzt kommt einfach mal so mein Erfahrungsbericht zu Krankenversicherung. Prinzipiell hier müsst nicht, das steht euch natürlich frei, aber der Großteil ist hier bei der IKA versichert, die griechische gesetzliche Krankenversicherung. Wie habe ich mich dort angemeldet? Ich bin als erstes zur IKA nach Rethymno. Die haben mir gesagt, was brauche ich alles für Papiere? Papiere alle zusammengetragen. Mein Arbeitgeber hat mir dann einen Schrieb ausgefüllt, also vorhin mich anzustellen, und hat gesagt, kommst du vorbei hier in Heraklion? Wir machen dir einen Termin, denn sehr lustig, das beschreibt den technischen Fortschritt manchmal hier. Um dir einen Termin zu buchen für die Erstellung einer Krankenversicherungsnummer online, brauchst du eine Krankenversicherungsnummer. Das war so geil. Also sprich, du brauchst wirklich jemanden, der hier schon krankenversichert ist. Weil nur der kann sich mit seiner Krankenversicherungsnummer, schließt das mit ein, dort anmelden, um einen Termin zu erstellen. Das war so geil. Ja, jedenfalls alle Dokumente zusammen gehabt. Dann ging es ab nach Heraklion zur IKA. Der blätterte durch die Dokumente, sagt, super Axel, alles komplett. Aber leider wohnst du im Bezirk Hanya. Du musst dorthin. Gut, also dorthin und nach langem Hin und Her, das ist eine Story, die muss ich euch mal separat noch aufnehmen. Das war unfassbar, was wir dort erlebt haben eigentlich. Ja, nach einer Woche hatte ich dann meine Sozialversicherungsnummer und war dann ja, hier oder bin hier krankenversichert. Allerdings ist die Krankenversicherung hier auf Kreta nicht ganz so, wie wir es aus Griechenland allgemein, nicht ganz so, wie wir es aus Deutschland kennen. Ich kann euch jetzt nur meine Erfahrungsberichte geben. Vielleicht schreibt wieder jemand aus einem anderen Teil von Griechenland, dass es vollkommen anders dort ist. Aber was umfasst es hier meinen Erfahrungen nach? Den Besuch beim Allgemeinarzt im öffentlichen Krankenhaus, in Polikliniken und Medikamente, Untersuchungen, sowas wie MRT, wenn das von einem Arzt verordnet wird, wird zu 75% gefördert vom Staat. Also er übernimmt 75%, du übernimmst 25% der Kosten dafür. Alles, was Spezialärzte sind, musst du aus eigener Tasche bezahlen. Also ob du zum Augenarzt gehst, zum Urologen, zum Orthopäden, zum Zahnarzt, zum Frauenarzt, alles aus eigener Tasche. Natürlich sind die Kosten dafür wesentlich geringer, wie das in Deutschland ist. Ich habe euch ja neulich das Zahnarztvideo schon gedreht. Genau, und da habt ihr ja schon gesehen, dass die Kosten wirklich deutlich unter denen von Deutschland liegen. Aber dennoch ist es natürlich, auch die Verdienste hier sind einfach geringer in Heidengeld. Was kostet das Ganze? Das ist eine Frage, so ehrlich muss man sein, die kann ich euch gar nicht genau beantworten, für ein Angestelltenverhältnis, weil hier verhandelst du immer dein Nettogehalt und dein Arbeitgeber führt automatisch die Kosten, wie zum Beispiel für die Sozialversicherungen ab. Wenn du selbstständig bist, ich habe ja auch hier noch ein Gewerbe gegründet, dann hatte mir mein Steuerberater gesagt, 125 Euro, irgendwas in dem Dreh, also knapp über 100 Euro pro Monat zahlst du dann an die IKA für die Krankenversicherung. In Deutschland ist es ja immer abhängig vom Lohn, was du einzahlst. Die Leistung wiederum, was du dort rausbekommst, ja, ist dann fraglich. Also ich kann mich noch daran erinnern, bei mir beim Hausarzt, als ich da mal, keine Ahnung, ich glaube, habe noch nie danach gefragt, gehabt, mal nach Massagen gefragt habe, nee, kann ich dir nicht verschreiben. Ich muss bei dir am Budget sparen, um das für die älteren Patienten zu nutzen. Hilft dir das? Also mir hat das, ja, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro ich im Jahr eingezahlt habe und kriege nicht mal Massagen im Wert von, keine Ahnung, 250 Euro. Da musste man sich sowieso fragen, warum setzen die Kassen beim Hausarzt, beim Allgemeinarzt ein Limit, was du maximal pro Patient ausgeben kannst. Wie soll man da gesund werden mit dieser Einstellung? Ja, es ist wirklich
Wahnsinn. hier hast du natürlich eine vollkommen andere Grundlage, zumindest meiner Auffassung, um gesund zu bleiben. Ja, erstmal die Meeresluft natürlich, das gesunde Essen. Die Leute werden hier nicht ohne Grund so alt, aber natürlich zum Beispiel Zahnarzt, wenn das in deiner Verantwortung liegt, muss jeder dann für sich selbst wissen, ob er das Geld ausgeben will für eine Krankenversicherung. Jetzt noch, ich habe mich jetzt doch entschieden, einfach mal diese Story zu erzählen. Wir sind dann, also von der IKA, von unserer Anmeldung dort. Ihr werdet euch schief lachen. In dem Moment war es für uns nicht lustig, aber jetzt im Nachgang kann man doch drüber lachen. Mit den Dokumenten, wo sie uns in Heraklion gesagt haben, die sind komplett prima. Sind wir so, wir haben dann einen Termin 2 Tage später in Hanja bekommen, um 9, waren auch kurz vor um 9 da, waren auch kurz nach um 9 dran, war schon sehr erstaunt. Aber ich habe schon gesehen, alles, was nicht griechisch war auf dem Amt, waren natürlich viele Nationen da, gab es immer Probleme. Naja, irgendwann, wie gesagt, waren wir dann dran, so guckt die Dokumente durch. Ja, hiervon hätte ich gerne noch 2 Kopien und hiervon. Gute Frau, hinter Ihnen steht ein Kopierer. Nutzen Sie bitte diesen für diese Kopien. Da oben, Schild. Wir machen ja keine Kopien. Das ist jetzt nicht dein Ernst. 500 Meter, 800 Meter weiter ist ein Kopierladen, bitte dorthin gehen. Okay, hingegangen, Kopien gemacht, zurückgegangen. Ihr das vorgelegt, sie blättert es durch. Och, Mensch, hiervon brauche ich nur 3 Kopien und davon brauche ich auch nochmal 3. Ja, da kommt schon mal so die ersten 5 mm der Hauptschlagader raus. Also nochmal losgelaufen, wieder Kopien gemacht, zurückgegangen. Ja, sie war dann irgendwann zufrieden mit der Anzahl der Kopien und auf einmal verzog sich aber ihre Miene. Ich habe in meinem Nachnamen nämlich ein Umlaut, ein Ü. Das heißt, bei der Übersetzung steht da ein U und ein E. Aber in meiner Geburtsurkunde im Original steht natürlich ein Ü. So, das hat diese Frau nicht verstanden, dass Ü gleich UE ist. Dann bei mir auf Arbeit angerufen, das Telefon dann rübergereicht. Sie haben dann versucht, dieser Frau das zu erklären. Es führte kein Weg rein. Kein Weg rein. Ich habe mir dann erspart, ihr den Hinweis zu geben, dass ich in meinen Dokumenten mal Alex heiße, dann mal Axel nur mit meinem Nachnamen U, dann mal mit UE, Alex mit UE. Viele Varianten, war bis jetzt nirgendwo ein großartiges Problem gewesen. Für die Frau aber ja. Und dann mussten wir Freitag früh um 10 losgehen und in Anja einen Übersetzer finden. Beim 5. war dann endlich jemand da. So, meine gezeigt, ja, okay, mache ich dir nächste Woche, kannst du abholen. Sagen, nee, ich bräuchte das bitte jetzt, so schnell wie möglich. Oh, welche Sprache? Das ist, reicht überhaupt mein Level aus, was ich habe in Deutsch? Ich sage, du musst nichts übersetzen, du musst einfach nur, schreib den Text so ab und hier machst du bitte ein Ü hin. Okay, gut. Schnell dann noch zum Amtsgericht von Hanja. 3 Briefmarken drauf, 5 Stempel und das Ganze war übersetzt und beglaubigt. Damit dann zurück und kurz vor 12, bevor die IKA schließt, waren wir dort und die Frau war sichtlich erstaunt, dass wir es doch noch geschafft haben. Ja, sie war dann auch zufrieden damit. Sagt gut, nächste Woche kannst du wiederkommen und bekommst deine Nummer. Ich sage, ich hätte gerne ein Protokoll, weil diese Protokollnummer könnte mein Arbeitgeber dann in den Arbeitsvertrag einfügen, falls eine Kontrolle kommt. Und ich hätte anfangen können zu arbeiten. Falls eine Kontrolle kommt, steht eine Protokollnummer drin, die besagt, dass der Antrag für meine Sozialversicherungsnummer läuft. Nee, gibt kein Protokoll. Ich sage, bei der Frau vorher, die ist ja auch hochgegangen, hat sich ihr Protokoll abgeholt. Nein, nicht möglich. Wieder auf Arbeit angerufen. Es wurde dann noch ziemlich laut am Telefon. Es sind noch ein paar Wörter gefallen, die ich hier nicht so wiedergeben kann. Ja. Führte auch da wieder kein Weg rein. Das heißt, ich musste damals noch eine Woche warten, bis ich anfangen durfte zu arbeiten. Aber immerhin war dann alles pünktlich fertig. Das war tatsächlich auch die einzige schlechte Erfahrung, die wir hier gemacht haben auf Ämtern. Bei den die restlichen Ämter waren einfach total easy. Wenn ihr noch Fragen habt rund ums Gesundheitssystem, ach ja, was vielleicht noch interessant ist, wir waren nun auch schon hier bei einigen Ärzten unterwegs. Aber man muss sagen, so prinzipiell die Ausstattung auch in den 2 Privatkliniken in Hanja, die es gibt, die ist wirklich mit unserem deutschen Standard vergleichbar. Also da haben wir auch überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Jule hat ja auch ein Ärzteverzeichnis geschrieben. Das könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben und anfragen. Das schicken wir euch gerne zu gegen einen Energieausgleich, den wir dann für unsere Straßenkatzen und alles hier verwenden. Genau, und ich verlinke euch nochmal um unser Auswanderer-ABC, wo alles Mögliche rund um das Auswandern nach Kreta, Griechenland im Allgemeinen erklärt ist. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Gesundheitssystem oder was auch immer euch zum Thema Auswandern auf dem Herzen liegt, hier unten einfach in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich auf den Austausch mit euch, Lieben, wie immer. Also, bis ganz bald. Macht's gut!